Mal gucken, wenn ich an den da rankomme. Oder der haut ab. Geht auch. Nee, der haut nicht ab. Okay. Ich gehe mal hier rein. Weg bin ich. Kann ich von hier aus das runterschießen? Geh mal sammeln. So, jetzt sind die da unten plattgewalzt. Verstecken. Das kann ich jetzt aufschließen, oder? Ich habe den Schlüssel. Yes! Und hier unten scheint erstmal keiner weiter zu sein. Sind das Kohlen oder was rutsche ich hier durch die Gegend? Köcher voll, okay. Gehen wir mal weiter. Schick, schick. Jägerhelm. Brief von Iva. Ich habe deine Gesandten verprügelt, weil er es wagte, deine unverfrorenen Forderungen auszusprechen. Jetzt ist sein Arsch ganz rot, vielleicht bläulich, bis er bei dir eintrifft. Falls es nicht klar genug war, schreibe ich es hier nochmal unwahrscheinlich. Wir zahlen dich in Gütern, Bogrit-Zwerge gehören uns. Das gefällt dir nicht, dann komm her und wirble mit deinen wabbeligen Kuhäutern in der Rupetun herum. Nur erspar deinen Gesandten eine weitere Trachtprügel. Und falls dieser Brief nach Pisse stinkt, dann nur, weil ich drauf geschifft habe, Iva. Ach ja, Iva. Nimm alles mit. Alles. Vergammelter Käse. Warum zum Henker ist hier ein vergammelter Käse unten? Einmal hier durch. Und da ist ein Buch. Buch des Wissens aufnehmen. Neue Fähigkeit, Rabenablenkung. Was ist das? Was ist das? Was kann ich tun? Setze deinen Rabenzügel ein, um Gegner kurz abzulenken. Das können wir ja zuweisen. Wir haben ja erst eine zugewiesen. So. Passt das? Jo. Hehehehe. Das ganze Lager ausgeplündert und keiner hat mich dabei gesehen. Jetzt gehe ich zurück, jetzt kommt die Olle, die da oben Wache geschoben hat. Ah, Aufzug! Hui! Da ist eine Leiter, ey, warum kletterst du nicht die Leiter hoch? So, gucken, es ist... Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Ja. Der ist draußen, der stört mich jetzt nicht. Die darf mich nicht sehen. Wie komme ich hier raus? Da hoch am besten. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Und schon bin ich raus.
So, statt der Sigurd und den Brüdern Bericht machen wir. Wo komme ich hier raus? Da unten? Ja. Was machen die eigentlich mit den Statuen? Schon ist es wieder dunkel. Mensch, ich habe das Gefühl, ich bin viel mehr nachts unterwegs als tagsüber. Wo sind die denn jetzt? Sind die plötzlich so weit weg? Ich dachte, die warten vor der Stadt auf mich. Leute, wollt ihr mich veräppeln? Lasst ihr mich hier einfach alleine zurück? Was gibt's hier denn noch so Schönes? Mhm. Okidoki. Zum Questziel, bitte. Zum Glück haben sie mein Pferd stehen lassen. Oder hätte, soll ich wieder wütend sein, dass sie es nicht mitgenommen haben? Eins von beiden. Huch. Hi, Leute. Sigurd hat uns alles erzählt. Gut gemacht. Ja, ne? Legra Kester und Tempelburg. Was wissen wir über diese Orte? Legra Kester ist ein großes Dorf. Und Tempelburg ist eine alte Festung. Das ist auch schon alles. Burgred könnte sich an einem dieser Orte verstecken. Suchen wir da, so schnell wie möglich. Und was machen wir mit Torna? Ich verwette meinen Sackschweiß darauf, dass sie Burgred schreibt, um ihn im Austausch gegen Silber vor uns zu warnen. Das lass mal meine Sorge sein. Wir sollten jetzt aufbrechen. Ich kann mir die Feste von Tempelburg vornehmen. Wie das klingt, Tempelburg. Ich werde dir folgen, Sigurd. Dann bleibt mir nur Legra Kester. Ich bin sicher einsam ohne euch. Oder ich gehe mit. Jemanden mit. Vielleicht wagt Eivor es ja, dir Freundschaft zu schenken. Geht schon vor. Ich werde euch bald einholen. Geht immer, geht vor. Warum gehen wir nicht einfach mal mit? Quest abgeschlossen, Falscherei. Neue Quest, mehrere Quests angenommen. Gerichte über Legras Schwester. Finde Ivan, sprich mit ihm, sprich mit Sigurd. Legras Schwester, ein sächsisches Bauernhof auf den Ruinen einer römischen Siedlung, gilt als einer der Orte, an denen sich der König verstecken könnte. Eva reist Ivan hinterher, der sich schon dorthin aufgebrochen ist, um sich ein Bild zu machen. In Tempelbau befinden sich Ruinen einer alten römischen Festung, ein geeigneter Platz, um einen König zu verstecken. Eva zieht los, um sich mit Sigurd und Ober zu treffen, die den Ort bereits auskundschaften. Auf welcher Stärkestufe bin ich momentan? 41. Ich würde sagen, wir suchen mal den Ivar. Wollte ich gar nicht, ich wollte auf Welt. Und hier, ich wette, das ist noch so ein verfluchter Ort. Den gehe ich mir auch nochmal angucken. Also ich würde sagen, wir gucken uns das hier nochmal an. Und das Rätsel hier unten. Oder? Jetzt ist schon wieder außerhalb der Grenze. Da ist dann immer so ein bisschen... Wo ist denn der? Ist es hier... Ja, hier muss ich hin. Ach, da muss ich ihn wieder aufspüren. So ist das. Ach so, okay, okay. Okay, Leute. Dann gucken wir uns erstmal nur das hier an. Und von mir aus... Okay, ich glaube, ich mach's so. Also wir gucken uns jetzt nochmal das an, was das ist. Dann gehe ich nochmal auf eine... Nee. Ich überlege gerade, wie wir das am besten machen. Okay, folgendes. Ich mache jetzt mit euch zusammen das hier und das hier. Was auch immer das ist. Und dann machen wir einen Cut für heute, für die Folge. Ich gehe wieder eine Plündertour starten. Die wird diesmal ein bisschen kürzer ausfallen, so wie ich das hier sehe.
Und dann, ja, dann sehen wir uns beim, dann würde ich sagen, das nächste Mal machen wir dann hier das mit Eva. Und wir können auch gleich noch das hier oben machen. Das ist so ein Rätselchen. Okay, also los geht's. Wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd. Ich finde es schade, dass ich die Pferde nicht selbst benennen kann, weil die haben Namen, die kann ich mir einfach nicht merken. Was ist denn jetzt? Willst du da nicht runter? Dann reiten wir eben so altmodisch querfeld ein. Ui, was ist hier? Außer desorientierte Hirsche. Irgendwas soll da oben sein. Und es ist... Ja, was ist das? Das Symbol habe ich schon gesehen, aber ich komme nicht mehr drauf. Ein römisches Artefakt ist da oben. Römisches Artefakt erhalten. Ja, danke schön. Was bringt mir das? Hier ist... Was war denn das für ein Sound? Was bringt mir dieses Artefakt? Exotische Ressourcen. Sammelobjekte. Alte Artefakte aus dem Römischen Reich. Ich sollte sie nach... Oder bringen. Sicher wird dort jemand Verwendung dafür. Ach stimmt, ich glaube, ich konnte irgendwo so ein Museum oder sowas bauen, wo das dann ausgestellt wird. So, verstehe. Sogar noch schöne römische Statuen hier überall. Okay, das war das. Ui, da ist einer drauf gegangen. Okay, Leute, ich glaube, ich mache jetzt schon mal einen Cut und gehe ein bisschen plündern. Hier unten ist auch noch was, was leuchtet. Und wenn ich mit Plündern fertig bin, ja, dann sehen wir uns wieder zu einer neuen Folge. Und dann machen wir das hier. Ich glaube, das da unten werde ich in meiner Plünderung nochmal angucken, was das ist. Genau. Also machen wir das Rätsel da oben, das Rätsel hier oben, hier synchronisieren und machen dieses Gerücht über Leckstar hier. Okay, Leute. Dann bis dahin bei Assassin's Creed Valhalla. Tschüss.